Servus Freunde, es ist Freitag und das heißt Review-Zeit bei uns. Heute geht es um diesen fetten Klopper und zwar um die Desert Eagle von KWC von Bugatti. Macht doch ordentlich Rums. Ich habe voll Angst abzudrücken. Boah. Leg mal lieber schnell los. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Beginnen wir wie immer mit dem Lieferumfang. Im Lieferumfang natürlich der Karton, in dem das Ganze geliefert wird, schön bedruckt mit Aufbild der Waffe und zahlreichen Hinweisen zu der Waffe selber. Dann haben wir noch ein paar Tools dabei. Wir haben einmal den Imbusschlüssel für die CO2-Kartusche zum Einlegen. Dann ein Testreport von der Energieanzahl, was die Waffe bringt. Ein paar Scheiben, Zielscheiben und eine Bedienungsanleitung, wie man was wo einlegt, also Hop-Up einstellen etc. und so weiter. Das war es zum Papierkram und was noch dabei ist, ist natürlich die Waffe selbst. Dieser fette Klopper hier. Noch nie habe ich mich so gefreut, in die Nahaufnahmen zu gehen. Wenn man die Waffe aus der Verpackung nimmt, fällt auf jeden Fall gleich die robuste, massive Bauweise auf. Wir haben alles aus Aluminiumdruckguss gefertigt. Lediglich die Griffschalen sind hier aus Kunststoff gefertigt. Alles andere, der komplette Schlitten, der Abzugsbügel, zahlreiche Pins sind alles aus Aluminium bzw. sogar teilweise aus Stahl hergestellt. Wir haben hier hinten einmal die Sicherung in dem Zustand, wie sie jetzt ist. Wäre sie jetzt zum Beispiel schussbereit, drückt man dieses Hebelchen nach unten, so hat man dann den gesicherten Ladezustand. Wir haben hier den Mag-Release-Button, dieser ist aus Stahl gefertigt, wie schon angesprochen, und hier den Schlittenfanghebel, dieser leider nur aus Aluminium. Lediglich der Pin, der den Schlittenfang hält, ist hier aus Stahl gefertigt. Wir haben hier noch das Magazin, das ebenfalls komplett aus Metall gefertigt ist, was von Haus aus schon ein sehr hohes Gewicht mit sich bringt. Ist wie gesagt CO2 betrieben, wie man es hier sieht, und hält auf jeden Fall dicht das Ganze. Geht man nun vom Schützen auf die rechte Seite, sieht man gleich durch dieses Aluminium, was hier leider nur gebürstet ist, also leicht lackiert ist, finden sich schon nach ein paar Benutzungsspuren schon zahlreiche Abnutzungserscheinungen. Die Markings sind bei uns leider auch nur auf dem Schützen rechten Seite zu finden. Wir haben hier zum Beispiel einmal das Made in Taiwan. Hier ist noch klein eingebracht, das kann man jetzt schlecht sehen, weil es schwarz und schwarz ist, leicht eingelasert, das Bugatti Kaliber 6 mm und das F im Fünfeck. Dann haben wir noch Markings zum Beispiel noch auf dem Handgriffen, auf den Kunststoffschalen, das Desert Eagle Logo oder KWC, Entschuldigung, KWC Logo ist das. Und das war es dann auch schon mit den Markings. Die Visierung, was wir jetzt halt hier haben, ist starr und nicht einstellbar. Schade, ist auch keine Leuchtvisierung oder sonstiges, sondern eine stinknormale schwarze Keme und Korn. Wir haben diese Waffe natürlich auch für euch wieder einen Kronen- und einen Schütztest gehabt. Wir haben sie natürlich gekront mit 0,20 Gramm Biokugeln und geschossen haben wir mit 0,25 Gramm Biokugeln auf 15 Meter. Und was wir da für Ergebnisse gekriegt haben, das
verraten wir euch jetzt. So, dann wollen wir mal das gute Ding zerlegen. Also wir machen auf allererstes das Magazin natürlich raus. Dann schauen wir, ob eine Kugel im Lauf ist. Ist nicht der Fall. So, dann haben wir hier einen Pin und auf der anderen Seite einen Hebel. Das heißt, ich muss den Pin nach oben drücken auf der gegenüberliegenden Seite und dieses Hebelchen nach vorne ziehen. Und dann kann ich hier vorne, fällt schon raus, genau, dieses Teil hier rausziehen, also Upper Receiver, Schlitten, wie auch immer es nennen wollt. Genau. So, schauen wir uns das mal an. Das ist ganz normal der Aluminiumdruckguss. Hier drin sitzt die Laufeinheit inklusive Hop-Up. Das Hop-Up ist hier relativ bescheiden einstellbar. Wir haben hier innen drin, ich weiß nicht, ob die das Kamera das relativ gut erkennen kann. Mal gucken, ob der Autofokus. Ne, da, jetzt hat dieser kleine silberne Ring oder dieser kleine äußere Ring um den Lauf. Das ist die Hop-Up-Einstellung. Das heißt, ich muss hier mit dem Finger rein und das verschieben. Geht relativ schwierig, wie ich finde, sehr bescheiden gelöst. Es funktioniert zwar, die Leistung ist da, aber die Einstellung ist vollkommen bescheiden gemacht, beschissen auf gut Deutsch. Die Hop-Up-Leistung lässt zu wünschen übrig ebenfalls, also hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen neuen Gummi reinzubauen, damit dass er ordentlich an Reichweite hinzugewinnt. Das nehmen wir mal weg. Kommen wir nun zur eigentlichen Einheit. Also, wie ihr sehen könnt, hier von oben, wir haben hier drinnen zwei Gestänge drin mit jeweils zwei stärkeren Federn, die den Schlitten wieder nach vorne holen. Also den hier sozusagen. Genau. Diese sind auch bitter nötig und sind hier aus Stahl gefertigt. Das sind Stahldinger, genauso wie dieser Pin hier vorne, ebenfalls aus Stahl gefertigt. Schauen wir mal kurz nach hinten. Wir können jetzt leider nicht in die Abzugsgruppe reinschauen, aber ich versuche euch das möglichst anschaulich zu machen. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall einen Kunststoffnozzle, der die Kugel führt. Autofokus will nicht. Ist egal. Auf jeden Fall, hier ist das Kunststoff drin, das Kunststoffnozzle, die Leistung auf den Tacho bringt. Wir haben hier im hinteren den Hammer. Oh, okay, alles klar. Surprise. Geht also doch. Also, hier haben wir die Abzugsgruppe. Na. Also, hier haben wir die Abzugsgruppe mit dem Gestänge. Das Gestänge hier ist auch nur aus Aluminiumdruckguss. Der Pin hier im Inneren, muss man sagen, ist aus Stahl, was natürlich sehr schön ist und bei den Leistungen, was er auf den Tacho bringt, auf jeden Fall vonnöten ist. Die Feder ist sehr straff. Das merkt man auch beim Abziehen. Feder ist sehr straff geregelt. Der Schlittenfang greift auch einmal frei. Und ja, also wie gesagt, im Großen und Ganzen ist die Mechanik einfach gestrickt. Wir haben zwei Gestänge, die das Ganze nach vorne und nach hinten bewegt. Ein sehr hoch gefederter, also sehr straff gefederte Abzugseinheit, was natürlich bei den Leistungen vonnöten ist. Jedoch würde ich sagen,
Die Technik ist auf jeden Fall okay für den Preis und für die Größe von der Waffe. Auf jeden Fall gibt es daran nichts Großartiges zu meckern. Wir haben natürlich gemerkt, dass das Hop-Up auf gut Deutsch für einen Bobbes ist. Das muss auf jeden Fall geändert werden und das würde ich euch ans Herz legen, auch zu wechseln. Ja, gut. Das war's hier aus der Technikgeschichte. Fehlt noch das Fazit. Kommen wir noch schnell zum Fazit von dieser ewig dicken Wumme. Klar, die Waffe ist für eine Pistole sehr groß, aber der Klang dafür entschädigt für etwaige Komplikationen, wie wir zum Beispiel beim Schusstest gesehen haben. Die Präzision lässt doch zu wünschen übrig, da würde man auf jeden Fall gut tun, eventuell das Hop-Up zu wechseln, den Hop-Up-Gummi zu wechseln. Dementsprechend ist die Energie für eine Backup bei der Waffe doch relativ hoch. Ob man das ändern kann, schreibt dann mal am besten Begadi an in der Hinsicht. Die bieten das an mit einer leichten Drosselung auf 0,8 bis 0,9 Joule. Die inneren Werte sind allerdings okay, also bis auf das Hop-Up gesehen. Wir haben einen Stahlhammer verbaut, wir haben innen den Stahl-Magazin-Release-Button. An für sich die beiden Gestänge zum Zurückholen des Schlittens ist auf jeden Fall ebenfalls aus Stahl gefertigt. Und wir müssen da hier auf jeden Fall sagen, als Backup bedingt, als Main vielleicht schon eher was, als Main-Waffe. Sie ist wuchtig, sie ist riesig, aber schindet Eindruck. Auf jeden Fall. Damit habt ihr auf jeden Fall ein paar Augen, die glänzen vom Gegner, wenn er in den Lauf vorne reinguckt. An für sich finde ich die Waffe für mich persönlich relativ cool. Ich stehe auf so dicke Dinger, nicht, dass ich sonst noch was kompensieren müsste. Ansonsten pro Kartusche circa 5 Magazine ist okay, kann man echt nicht schimpfen drüber. Ja, das war so zum Beispiel das erste Video, was ich eigentlich aus scharfem Haken drehen wollte. Allerdings ist da die Videoqualität so schlecht gewesen, dass ich es jetzt daheim aufgenommen habe. Allerdings bei der folgenden Review-Waffe bei der PPSH, die wir noch für euch haben, die ist dann aus scharfem Haken aufgenommen. Ansonsten einfach mal fragen, einfach mal schreiben, wie ihr sowas findet, dass man es zum Beispiel vor Ort auf dem Spielfeld mal reviewt. Finde ich zum Beispiel ein bisschen authentischer. Ansonsten seid ihr gefragt für Kritik, Anregungen, Verbesserungen oder Vorschläge, was man mal reviewen sollte. Haut's unten einfach in die Kommentare rein. Und mir bleibt hier nichts anderes zu sagen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Euer Heubi, FV. Macht's gut.